So, Freunde, moin zusammen. Ja, wie ihr sehen könnt, Julis Dreier BMW wurde leider aufgebrochen. So passiert das. Hier bei der kleinen Scheibe wurde ein Schlag reingemacht. Dann mit der Hand hier einmal die Tür manuell geöffnet. Ja, und jetzt schaut euch dieses Elend hier im Innenraum an. So eine Scheiße. Sitzt er da heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Auto und vermisst das Lenkrad? Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also Lenkrad ist weg. Hier Navigationssystem komplett. Bildschirm, Bedieneinheit, alles rausgerissen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, die Kabel wurden nicht sauber rausgesteckt, sondern in einer richtigen Aktion hier einfach per Hand oder per, wie heißt das, Kneifzange abgeschnitten und so weiter und so fort. Wird ein Schaden von circa, Pi mal Daumen, sagt man bei BMW, um die 10.000 bis 15.000 Euro sein. Das ist eine Summe, richtig krass. Läuft über die Teilkasko allerdings, das ist auf jeden Fall schon geklärt. Genau, ich wollte euch noch die ganzen Scherben und alles hier hinten zeigen. Guckt euch das mal an, was da durch die Scheibe rausgekommen ist. Nur dieses Sicherheitsglas, das Glas, das splittert ja immer so krass. Komischerweise, hier so ein bisschen Verkleidungsteile haben sie nicht mitgenommen. Das scheint sich nicht zu lohnen für die Jungs. Untere Verkleidung, hier haben sie auch losgemacht, genau. Unterhalb vom Lenkrad, da haben sie nämlich hier, ich denke mal, diesen die Wegfahrsperre, was weiß ich, was da alles drin hängt, abgeknipst, rausgemacht. Und dann hier, damit der Airbag nicht losgeht, was weiß ich. Also richtig krasse Aktion, was hier passiert ist. Ich wollte es jetzt auf jeden Fall in einem Video mal festhalten, weil man sieht immer wieder mal, bei Facebook habe ich sowas auch mal gepostet, einen Bekannten von mir in Köln haben sie da die Karre auch so aufgebrochen, da haben sie so eine Motorhaube mitgeklaut und auch noch die Frontstoßstange, kann man sich gar nicht vorstellen. Richtig krasse Aktion. Ja, ich wollte es euch jetzt in einem Video mal festhalten, wie das Ganze hier aussieht. Richtig bescheiden, echt scheiße. Und muss jetzt alles gemacht werden. Also beim Juli ist immer was los mit den Fahrzeugen, habe ich ihm auch gesagt. Das wird nie langweilig. Und echt eine krasse Nummer, hier auch nochmal zu sehen. Na, mit den ganzen Scherben, das ist echt krass. Da liegt die Scheiße dann und das geht auch wirklich einfach. Wenn man es gerade mal getestet, muss er auf die Scherben ein bisschen aufpassen. Zack, einmal hier. Und man kommt direkt an den Türgriff dann und kann die Kiste öffnen. Also das ist echt eine Nummer. Da haben wir uns echt richtig geschockt. Ja. In diesem Sinne, schreibt mal runter, wenn ihr sowas auch mitgekriegt habt. Das ist ja von diesen Banden aus, was weiß ich, Litauen und wo sie alle herkommen. Jetzt hier so ein bisschen pauschal ausgedrückt. Ja, verbreitet sich immer weiter mehr. Und ich hoffe, dass, wenn das will gemacht ist, wird das nicht nochmal passieren mit dem schönen Fahrzeug. In diesem Sinne, haut rein. Daumen hoch fürs Video. Nicht dafür, dass die Karre aufgebrochen wurde. Ciao.